Ach so, ja. Ja. Das ist aber nicht alphabetisch. Joel, bist du sicher, dass da nicht noch mehr Knete drin ist? Den falt mal den zusammen, wo das drauf steht. Ja. Ich habe ihn einfach umgedreht. Ich halte den hier einmal in der Mitte. Und nochmal in der Mitte. Vielleicht ein Junge mal, einfach so eine Strichfigur mit seinem Penis. Ja, mit so einem Riesenpimmel. Mit so einem Viertel? So, gut. Das erste darf man schon kneten, ne? Keine Ahnung, ich unterteile jetzt erstmal in drei gleich große Stücke Knete, aus denen ich dann irgendwie meine Figürchen formen muss. Das mache ich. Das ist cool. Das extra Seelsicht schreiben für die. Das ist auch gut. Die wollen auch das lesen. Nein, wollen sie eigentlich nicht. Wie geht's denn weiter? Kann ich nicht sagen, solange er noch die Wörterliste hat, weil da auch die Anleitung drauf ist. Jetzt guckt hier nicht hin. Willst du denn die Anleitung zeigen? Die Ableitung? Nein, ich wollte eigentlich sagen, willst du sie in die Kamera zeigen, aber irgendwie bin ich ja. Ich bin geistig so mit der Anleitung beschäftigt, dass ich, ne? So. Ja, und so. Ja. Gibt's hier gar nicht das Wort Brüste? Ich suche das schon die ganze Zeit. Bürste gibt es, aber du kannst sie auch falsch lesen und einfach. Du kannst auch einfach einen eigenen Begriff nehmen, oder? Penis. Oh. Richtig. Ich habe schon zwei Wörter. Ich könnte aber schwören, dass da ursprünglich mehr Knete war. Guck nochmal genau in den Karton. Oder gib mir den Karton mal bitte eben. Ja, da sind wir auch weniger. Geguckt. Bei manchen ist nicht mehr so viel da. Ich möchte aber trotzdem mal den Karton haben. Gib mir nochmal bitte den Karton. Du könntest das Grüne, das Gelbe nehmen, da ist noch mehr drin. Vielleicht mache ich das ja auch. Kannst du es auch mischen. Dann habe ich eine Mischfarbe. Ich nehme mal hier so ein. Hier ist ja auch Lila drin, Lila Kreide. Lila Knete gibt es ja anscheinend gar nicht mehr. Oder ist da noch. Oh, ich mache hier alles kaputt. Der Würfel kommt ja auch noch dann. Schachtel. Schachten? Wie willst du denn Schachten kneten? Genau, knete mal einen Tempel, das will ich sehen. Ja, knete mal ein Barometer. Ich will immer noch wissen, was das ist. Ein fortgeschrittene wahrscheinlich. Für fortgeschrittene Dunkelheit ist das, ne? Genau, so, könnt ihr mal kurz weggucken. Ja. Ich bin sowieso gerade mit dem Spiel beschäftigt, um es wieder zusammenzubauen. Das waren da drei Wörter, die wir nehmen wollten, ne? Ja, aber du musst die ersten beiden nochmal neu nehmen, weil ich das gerade aus Versehen gesehen habe. Weißt du, welche Wörter waren? Tasse und Herz. Arschloch. Du hast das nämlich so dahingelegt, dass ich drauf gucken konnte. Da musst du doch nicht hingucken. Ja, Entschuldigung. Ich sag das wenigstens. Das hast du letzte auch gesehen, ne? Nein, das letzte habe ich nicht gesehen. Mann, ich wollte dir so eine richtig schöne Tasse malen. Malen wolltest du dir vor allem. Kneten und drücken musst du doch. Eben. Ich glaube, ich bin einmal gegen die Kamera gestoßen. Ist das schlimm? Ja. Ja. Voll unprofessionell. Endlich mal. So wie immer eigentlich. Mann. Sind das schon deine... Sollen das schon deine... Rätsel sein? Ja. Die sind schon fertig. Aha. Moment. Du solltest vielleicht erst die... Ableitung zu Ende lesen. Vielleicht ist das ja gar nicht richtig so, wie du es machst. Pascal, diesmal guckst du weg, ja? Ja. Du Lappen. Also, ich zeig vorher einmal meine Kunstwerke genau in die Kamera. Das ist Nummer 1. Ja. Vielleicht solltest du es nummerieren, weil das ist viel um das Quell. Ich mache ein Xylophon, genau. Das ist Nummer 2 hier. Ist auch sehr schlau, dass du es verrätst. Hey Nils. Ja, nee, ist klar. Da meinst du wahrscheinlich genauso, wie als ich gesagt habe, ich knete jetzt ein Barometer. Natürlich, ich habe jetzt Barometer erst aufgeschrieben schon. Du könntest jetzt beide endlich mal weggucken. Ich gucke auf mein Werk hier. So, ich gucke einfach auch auf sein Werk. Aha, ja, ich sehe. Ich habe schon eine Vermutung, ja. Wahrscheinlich das gleiche wie du. Das könnte sein. Aber ich glaube, wir haben unterschiedliche, wenn es das gleiche ist, dann haben wir da unterschiedliche Bilder von. Also mein erstes Werk, ich lege das einfach mal so in meine Hand. Ich denke, das kann man erkennen, wenn man es vorher gelesen hat. Ich mache das jetzt einfach mal so, weil ich hoffe, dass du das richtig hast. Was soll das sein? Ja, das ist auch jetzt das, das ist doch Ziel des Spiels, dass du das herausfindest. Jetzt gib mir mal bitte die Ableitung. Da, die Ableitung. Dankeschön.
Während ihr noch kneten müsst, kann ich ja schon mal weiterlesen. Ja. Ja, jeder Spieler notiert seine Rätsel auf einem Blatt, unbedingt geheim halten, und knetet sie dann aus der Formmasse seiner Farbe. Ich dachte, aus der anderen. Die fertigen Rätsel werden durch den roten Rätselstein in das Spielfeld Mitte gelegt. Wichtig, die fertigen Rätsel dürfen nicht zu schwer sein, aber auch nicht zu leicht. Beispiele finden Sie auf der nächsten Seite. Nummer 2. Hier sind die Beispiele. Habt ihr gesehen? Kann man das so gut sehen, oder? Ich hoffe mal, dass man das gut sehen kann. Okay. Haben alle Spieler ihre Rätsel fertig? In der Mitte stehen wird der Startspieler ermittelt. Das ist meins. Er beginnt das Spiel, die anderen Spieler vor dem Uhrzeigersinn, links herum. Es darf nicht so einfach sein. Ich muss es andersrum legen. So. Was war mein zweites? Ach ja, das war richtig schwer. Jeder Spieler, der an der Reihe ist, bewegt seinen Zauberer im Uhrzeigersinn über den Höhlenweg. Die weiteren Aktionen hängen davon ab, auf welchem Höhlenfeld der Zauberer landet. Bewegen des Zauberers. Der Spieler, der an der Reihe ist, muss sich für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden. A. Er würfelt und zieht seinen Zauberer im Uhrzeigersinn um so viele Felder weiter, wie er Augen gewürfelt hat. So, das ist mein zweites. Er verbraucht Elfensteine auf der Skala, um ein ganz bestimmtes Feld gezielt anzusteuern. Der Spieler gibt laut bekannt, wie viele seiner Elfensteine er verbraucht. Also das brüllt man so in etwa in den Raum. Genau. Und zieht seinen Zauberer um entsprechend viele Felder weiter. Dann setzt der Spieler seinen Zählstein auf der Skala, um die verbrauchten Elfensteine und? Nach unten. Was weiter geschieht, hängt davon ab, auf welchem Höhlenfeld der Zauberer gelandet ist. Hat der Spieler die dadurch gelöste Aktion ausgeführt, ist sein Zug beendet und sein linker Nachbar setzt das Spiel fort. Die Felder des Höhlenweges und ihre Folgen landen in einer Drachenhöhle. Sowas hier. Ja. Landet ein Zauberer in einer dieser drei Höhlen, so hat er den Drachen aufgescheucht und muss ihn beruhigen. Alle anderen Spieler ziehen sofort ihre Zauberhüte auf der Treppe um ein Feld weiter, sein eigener muss stehen bleiben. Landet in einer Gespensterhöhle. Ida. Ach ja. Landet ein Zauberer in dieser Gespensterhöhle, erstarrt er vor Schreck. Alle anderen Spieler ziehen sofort ihre Zauberhüte auf der Treppe um zwei Felder weiter, sein eigener muss stehen bleiben. Landet in einer Elfensteinhöhle. Landet ein Zauberer in einer dieser vier Höhlen, findet sein Besitzer einen Elfenstein. Der Spieler zieht seinen Zählstein auf der Elfensteinskala um ein Feld nach oben. Kein Spieler kann aber mehr als 13 haben. Mhm. Also wir müssen eigentlich bei 1 anfangen, oder? Nein, das steht in der Regel, man fängt bei 12 an. Du verbrauchst sie, ja. Dafür sind die ja da. Ah. Hör mir doch mal zu, wenn ich die Regeln vorlese. Nö, ist doch viel cooler ohne. So, landet in einer Zwergenhöhle, da wo wir zum Beispiel starten. Landet ein Zauberer in einer dieser beiden Höhlen, so darf sein Besitzer einen beliebigen Spieler nach irgendeinem Buchstaben eines seiner Rätsel fragen. Der Fragesteller zeigt auf das betreffende Rätsel und fragt dann zum Beispiel nach dem ersten Buchstaben oder nach dem dritten oder dem letzten. Und was für eine Tür? Bei der Zwergenhöhle hier. Ah, ist das eine Zwergenhöhle? Ach so, okay. Ja, das ist eine Zwergenhöhle. Ah, das heißt, besitzt auch Buchstaben. Ja. Gut erkannt. Ach so, ja. Der Befragte muss den richtigen Buchstaben aufschreiben und ihn dem Fragesteller zeigen. Landen in einer Rätselhöhle. Landet ein Zauberer in einer dieser beiden Höhlen, so kann er einen Blick auf die Rätsel... auf dem Rätselstein werfen. Hä? So, wie die war kann das ich mir denn? Doch die ganze Zeit angucken, oder nicht? Achso, wahrscheinlich in die Hand nehmen und drehen und wenden. Ich habe so eine Vermutung, was das ist. Was denn? Ein Stuhl. Nein, das ist eine Burg. Das sind vier Türme. Ja. Ich habe jetzt nicht genommen, wo ich dachte... Die Rätselhöhle ist übrigens das da. Okay, das wisst ihr was? Ich habe jetzt bei meinen Bildern, die ich gewählt habe, nicht abgewegt irgendwie. Das könnte ich genauso schwer kneten, dass das so gerade dann erkannt werden muss, wenn es geht. Ich habe es jetzt so erkannt, so geguckt, was kann ich kneten? Und das, ja. das ist ein Hoden, ne? Ach so, ah! Das kombiniere ich mit Pascal. Ja. Wieso hast du dann Hitlers Hoden, Hitlers Penis nachgebildet oder was? Richtig. Ja, darf einen Blick auf die Rätsel auf dem Rätselstein werfen. Zur Belohnung darf der Besitzer des Zauberers in zwei aufeinanderfolgenden Tagen Fragen stellen. Das sieht alles gleich aus. Jetzt hört doch mal zu, mein Gott! Zur Belohnung darf der Besitzer des Zauberers in zwei aufeinanderfolgenden Phasen Fragen stellen. Dabei darf er beliebige Spieler so lange zu ihren Rätseln befragen. Spieler und Rätsel dürfen gewechselt werden, bis er ein Nein erhält. Wo? Jetzt da? Ja. Okay, gut. Weiter. In der ersten Phase darf der Spieler nur allgemeine Fragen stellen. Zum Beispiel, ist das ein Lebewesen? Kann man es essen? Ist es ein Körperteil? Ist es aus Metall? Der Spieler darf nicht direkt nach einem konkreten Rätsel fragen. Zum Beispiel, ist das ein Fernseher? Der befragte Spieler, der Gestalter des Rätsels, muss laut und wahrheitsgemäß antworten. Und zwar mit einer dieser vier erlaubten Aussagen. Ja, eventuell, nicht eindeutig zu beantworten und nein. Sobald als Antwort ein Nein zu hören ist, folgt die zweite Phase.
Der Spieler darf weiter wie in Phase 1 versuchen, allgemeine Fragen zu stellen. Und, solange kein Nein als Antwort fällt, darf er jederzeit versuchen, ein Rätsel zu lösen. Oder der Spieler darf aber auch gleich versuchen, ein Rätsel zu lösen. Oh, mein Gott. Mein Gott. Muss das sein? Ja. Auf jeden Fall beendet ein Lösungsversuch oder ein Nein die zweite Phase. Ein Rätsel lösen. Ist der Fragesteller der Meinung, dass er eine Rätsel gelöst hat, so schreibt er seine Lösung auf einem Blatt. Also sobald jemand das gelöst hat, aufschreiben. Und zeigt es dem Rätselgestalter. Ja. Ist die Lösung richtig, so steckt der Rätsellöser einen Speer in das gelöste Rätsel. Kein Rätsel darf öfter als zweimal gelöst werden, also kann jedes Rätsel maximal zwei Speere erhalten. Ah, okay, gut. Falls das mit mehr Leuten spielt. Ja, wir spielen das auch mit mehr Leuten. Das heißt, du kannst das mit sich selber zu spielen, ist irgendwie so langweilig. Er kann meins auch erraten. Ja. Genau. Gut. Deshalb darf er deinen Lösungsvorschlag nicht sehen. Aber irgendwie kann er trotzdem deine Fragen hören, ne? Ja, die Fragen darf ich hören. Okay, gut. Ja, gut. Das war übrigens erst so ungefähr drei Viertel der Anleitung. Der Rätsellöser darf seinen Zauberhut vorwärts ziehen. Um 5 Felder, wenn er dieses Rätsel als erster löst. Und um 3, wenn er es als zweiter löst. Alter, wie krank ist das Spiel? Der Rätselgestalter zieht seinen Zauberhut. Maßgebend für die Bewegung ist die Gesamtzahl aller... Er zieht seinen Zauberhut. Aller jetzt stehenden Schmiere in allen Rätseln. Bei 3 und 4 Spielern, also für uns wäre wichtig, oder 2 Speere, 2 Stufen zurück. 3 oder 4 Speere, 1 Stufe zurück. Hä? Nochmal. Maßgebend für die Bewegung ist die Gesamtzahl aller bis jetzt steckenden Speere in allen Rätseln. 1 oder 2 Speere, 2 Stufen zurück. 3 oder 4 Speere, 1 Stufe zurück. 5 oder 6, eine vorwärts. 7 bis 9. Der Rätsel, wenn ein Rätsel gelöst wurde, zieht der Rätselgestalter seinen Hut auch weiter. Und abhängig davon, wie viele Rätsel schon wie oft gelöst wurden, vor oder zurück. Das müssen wir später sowieso nochmal nachgucken, aber das wir es jetzt halt schon mal wissen. Deswegen lese ich das jetzt nicht komplett vor. Sonderaktion, Fluchstein einsetzen. Die Dinger hier. Ja. Jeder Spieler verfügt über 3 schwarze Fluchsteine. Er kann also 3-mal während eines Spieles um einen Fluch aussprechen. Zum Beispiel Scheiße. Ich verfluche dich! Und das Spiel unterbrechen. 3-mal, ja. Dieses darf er zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Spieles, aber nicht während der zweiten Fragephase eines anderen Spielers. Wer einen Fluch ausspricht, gibt einen Fluchstein ab. Dann darf der Spieler entweder, wie unter Zwergenhöhlen beschrieben, nach einem Buchstaben fragen, oder darf versuchen, ein Rätsel zu lösen. Danach wird das Spiel an der unterbrochenen Stelle fortgesetzt. Fluchen mehrere Spieler gleichzeitig. Wird gewürfelt, wer die höchste Augenzahl erreicht. Ach, der Würfel kommt jetzt auch. Die anderen Spieler behalten ihre Fluchsteine. Wird zu 5 oder zu 6 gespielt, bekommt jeder Spieler nach Verbrauch seines dritten Fluchsteins noch einmal 3 Fluchsteine. Jeder kann also 6-mal fluchen. Warum kriegt man nicht direkt 6? Fuck. Das Spiel endet entweder, sobald ein Spieler mit seinem Zauberhut das Schlüsselfeld der Treppe erreicht. Da. Oder nachdem der 13. Speer bei 3 und 4 Spielern gesteckt wurde. Der Spieler, der seinen Zauberhut am weitesten vorne liegt, gewinnt. Das Spiel wird etwas einfacher, wenn der Spieler in der zweiten Fragephase nach einem beliebigen Buchstaben eines beliebigen Rätsels fragen. Allerdings müssen sie dann in dieser Phase auf alle anderen Möglichkeiten verzichten. Das lassen wir einfach mal bleiben. Lass jetzt einfach mal anfangen. Doch, wir müssen einfach anfangen jetzt, weil es ist... Das war ja schon 2 Folgen nur aufbauen. Das ist schon Latte. Hier steht doch irgendwo, man muss irgendwie den ersten Spieler bestimmen. Wie geht denn das? Wir würfeln einfach und wer die höchste Augenzahl hat, der darf anfangen. Naja, so funktioniert das wahrscheinlich auch. Oh, da sind Beispiele. Warte mal, das muss ich mir angucken. Die habe ich eben schon einmal in die Kamera gehalten. Ja, aber er ist nicht die Kamera. Nicht? Ah, okay. Ist da vielleicht auch meins bei? Das ist eine Banane, ne? Ach so. Ah ja, meine Birne, ja. Guck mal! Oh. Das muss ja bei mir nicht das direkt sein, ne? Nein. So, ich würfel jetzt einfach schon mal. Ja gut, ganz klar. Also ich habe eine 4. Ja, meine habt ihr sofort raus, ne? Ihr könnt euch jetzt alle erstmal fluchen. Das heißt, dass immer, wenn wir fluchen, müssen wir so einen Teil abgeben? Ja. Jetzt müssen wir nochmal stechen. Wir müssen uns stechen. Scheiße. Okay, damit bin ich Erster, du Zweiter und du Dritter. Nein, wir müssen im Uhrzeigersinn. Ja. Der linke Spieler. Fängt doch an, oder nicht? Was? Ja, stimmt, dann ist er Zweiter und du Dritter. Das war jetzt scheiße. So, dann würfel ich jetzt mal richtig. 1.
Wow, was war ich nochmal für eine Farbe? Blau. Ach ja, ich bin immer blau. Das heißt, du bekommst einen... Ich bekomme einen Elfenstein und habe schon 13. Und wie verbraucht man die jetzt nochmal? Die verbraucht man, um auf ein bestimmtes Feld zu kommen. Muss man dann auch würfeln? Nö. Ja, man verbraucht ja nur so viele, wie das weg ist halt. Logisch, ne? Bist du sicher, dass das richtig ist? Ich kann sie nochmal nach. Nein, ist gut. Ist gut, ist gut. Ihr dürft was ist beim Drachen? Was passiert ist beim Drachen? Ich muss stehen bleiben und ihr dürft weitergehen mit dem... Mit einem. Oh, cool. Wann geht man eigentlich mit den Hüten weiter? Wenn man sowas... Wenn man ein Rätsel löst oder wenn man in die Drachen- oder Gespensterhöhle kommt. Also zumindest die anderen. Okay, alles klar. Wie viele Schritte dürfen wir weiter? Ein Feld dürfen wir weiter. Ja, geht mal ein Stückchen weiter. Hut muss stehen bleiben. Ach ja. Ja. Oh. Jetzt aber jetzt hast du doch vor mir dran, ist auch egal. Oh, stimmt. Eine 4. Entschuldigung, für Aufsicht. Wo bin ich da? 1, 2, 3, 4. Du kriegst auch einen Elfenstein dazu. Kitsching! Nun, Björn, jetzt bin ich dran, ne? Genau, immer so. Oh. Ist unter den Tisch gefallen, habt ihr vielleicht gemerkt. Moment, echt? Nochmal. Nee, das kann nicht sein. Das war nicht richtig gewürfelt. Bitte ohne Orgasmus. Ja, das war gut gewürfelt. Sehr gut. Sehr gut. Habe ich dir erlaubt, meinen Hut anzufassen? Bitte, dann setz ihn zurück und setz ihn selber wieder vorwärts. Meine Frage. Ja, mach du, dann. Du bist jetzt. Achso, okay. Wann, warte mal, ich habe jetzt nicht richtig zugehört bei der Einleitung. Wann müssen wir jetzt die Rätsel, die Dingens erraten? Wenn du da drauf kommst, darfst du nicht. Dann darfst du fragen. Wenn du hier drauf kommst, darfst du einen Buchstaben erraten. Also, ne? Okay. 4. Wo bin ich? Da, ne? Ja. 1, 2, 3, 4. Was machen die Geister nochmal? Jetzt alle anderen dürfen 2 Felder vor. da, hier, ne? Ja. So schnell kann das gehen. Genau. Ärgerlich, Mann. Du bist ein Pasquet. Kritik, gib mir das Würfel. Jetzt wisst ihr ja alle, wie er heißt. 3. Ich bin rot. Was soll das denn? Sehr gut. Sehr gut. Schon wieder in der Drachenhöhle gelandet. Ja, ja. Pass auf, jetzt müssen Nils und ich einen weiter. Weißt du, wir müssen gar nicht erst kneten, wir kommen doch schon zum Schlüssel. Ich möchte doch noch kneten. Wir haben ja schon geknetet. Bin ich dran? Ja. Eigentlich sollten wir auf die Glatze. Alle 3. Wo bist du denn? Da bist du. Scheiße. 1, 2, 3. Sehr gut. Sehr gut. Mach grün einen weiter. So, jetzt bin ich dran. Ja. Reit. 3. 1, 2, 3. Das ist im Moment sehr spannend irgendwie, das Spiel. Ja. Das ist gut. Unbelievable. 1, 3. 1, 2, 3. So, ne? Genau, rot muss stehen. 1, 2. 1, 2. So. Sicher, dass es so richtig ist? Nils. Irgendwie bin ich mir da gerade nicht ganz sicher. Moment, ich guck nochmal nach. Du bist blau, ne? Jetzt darfst du einen Buchstaben erraten. Ich will noch mal einen nachgucken. Vielleicht war es irgendwie so, dass man am Ende seines Zuges irgendwie raten muss. Dann würde irgendwie mehr Sinn machen. Das sieht echt irgendwie... Was meinst du denn? Wenn Sie eine Reise müssen, Nee, das geht wirklich nur über diese Felder da in der Höhle. Ja gut. Dann ist ja schön. Und über die Elfensteine. Ja, damit könnte man... Genau, dafür haben wir die doch. Damit kann man sich doch mal steuern. Ah, ne. Aber ich darf jetzt erstmal... Der Gewinner ist der, der... Bei dem entweder beim Schlüssel oder... Oder was anderes. Oder wenn alle Pfeile verraten sind. Ja, und nachdem der... Genau. Alle Speere. Nicht Pfeile. Ach, so, ja, Entschuldigung. Ich frage jetzt mal dich nach dem ersten Buchstaben davon. Musst du nicht fragen, ob der Buchstabe... Der Buchstabe. Nein, ich muss ihn nach dem so und so vielen Buchstaben fragen. Er muss mir den richtigen aufschreiben. Und ach so, ich darf den nicht sehen? Oder musste er mir den sagen? Ich glaube, sagen muss ich ja. Der Befragte muss den richtigen Buchstaben aufschreiben und ihm den Fragesteller zeigen. Okay, gut. Das ist ja geil. Dafür brauche ich wahrscheinlich einen zweiten Zettel. Wahrscheinlich. Mir ist es völlig egal, welchen Zettel dafür benutzt. Du könntest doch deinen dafür nehmen, oder nicht? Ich habe so eine ganz starke Vermutung, was das ist. Kannst du in die Kamera halten? Warte, das kannst du jetzt auch, das kannst du jetzt einfach so mir preisgeben, was deine Vermutung ist, ne? Ja, ich glaube jetzt, hier darf ich das glaube ich nicht. Nee, aber du könntest Scheiße rufen, oder du könntest fluchen. Ja. Nee, das lasse ich aber.
Das wäre zu einfach, ne? Ja. Das nimmt die ganze Spannung daraus. Aber ich halte dem Publikum schon mal meine Vermutung dahin, wobei... Ich kann das ja ruhig sehen. Ja, ne? Ich halte mich einfach bedeckt. Eben, für dich ist das ja völlig egal, was ich da vermute. Hübsch. Vor allem sieht man das ja auf dem Display sowieso gespiegelt, von daher... Ja, du bist dran, ne? Sitz breit. Breit. Breit, Brassers. Batu kommt heute raus, ne? Ich bin grün, ne? Ja. 1, 2, 3, 4. Was kann ich jetzt machen? Jetzt darfst du, jetzt hast du eine Fragephase. Du darfst jetzt einem von uns eine Frage zu irgendeinem der Rätsel stellen. Ah, okay. Das heißt, ich könnte jetzt... muss eine allgemeine Frage sein. Genau. Also ist es ein Tier? Ist es ein... Ist es ein Lebewesen? Ist es ein Körperteil? Kann man es essen? Ist das ein Körperteil? Nein. Ich glaube nicht. Das ist kein Körperteil. Damit ist deine erste Fragephase auch schon vorbei. In der zweiten Fragephase darfst du nochmal eine allgemeine Frage stellen oder auch gleich versuchen, das Rätsel zu lösen. Irgendwie sieht das gleich aus, oder? Hast du immer das gleiche Wort genommen? Oder? Ist das... Welches? Ja. Es geht wahrscheinlich immer noch um dasselbe. Ja, okay. Ist das ein Lebewesen? Ja. Okay. Kann ich jetzt auch recht so sagen? Nee, du darfst doch nur, du darfst so lange, bis Nein kommt. Oder du jetzt, könnte ich direkt das Rätsel lösen wollen, ja, ne? Richtig. Okay, Moment. Ist das... So, ne? Ja. Ist es das, was ich glaube? Weiß ich nicht. Schreib auf. Ja, Alter, hat das sogar. Nicht zu detailliert? Das habe ich jetzt nachher gelesen. Du musst es erst in die Kamera halten, denke ich, und dann... Bitte keine Rechtschreibfehler, ja? Ich will den lateinischen Namen haben. Jetzt komm weg. Ich glaube, das stimmt. Ich habe aber auch so eine ganz starke Vermutung. Pascal? Hm? Habe ich recht? Also, eigentlich nicht. Also, da steht aber das nur anders drin. Hat es noch einen Zusatz? Formal gesehen ist es falsch. Aber das ist dasselbe Objekt. Ja. Aber Objekt, es ist ein Lebewesen. Dann wollen wir ja nicht so spießig sein, weil ich weiß jetzt nicht, wie man das sonst anders nennen könnte. Ohne den ersten Wort. Oh, ich hab. Ja, du musst. Was denn? Du könntest jetzt fluchen oder sowas. Ernsthaft? Ja! Leute. Jetzt guck mal kurz weg. Ich weiß es eh. Ja, Alter! Ich will ja nur sagen, ne? Ist es jetzt richtig? Ja! Gut. Boah, gut. Dann hau ich da mal einen Pfeil rein. Das ist ein Speer. Eben. Aber lass ihn bitte am Leben. Wenn es das ist, was ich glaube, dann überlebt er das eh. Ein Elefant? Hält ihn in den Arsch. Okay, ich muss jetzt bin ich dran, ne? Kann ich noch weiter fragen? Nein. Schade. Deine Frage quasi ist zu Ende, du hast das richtig gelöst. Wo bin ich denn? Ich bin da, bin ich. Was darf ich hier? Halt, warte. Weil dein Rätsel zu früh gelöst wurde, musst du jetzt erstmal zwei Stufen zurück. Du warst rot, ne? Wann ist denn zu früh? Ein oder zwei Speere sind zwei Stufen zurück. Das ist ja jetzt der erste. Ja. Drei oder vier Speere ist eine Stufe zurück. Bei fünf oder sechs darf dann der Rätselsteller ein vorwärts. Das soll so entscheiden, ob das Rätsel zu leicht oder zu schwer war, weißt du? Also das, klar. Okay. Rätsel, was sofort gelöst wird, das war offenkundig zu einfach. Okay, gut. Ich bin dran. Dann gehe ich ja voll ab bis jetzt noch, ne? Also, ich kann ja auch Elfensteine hier nehmen, ne? Was kann ich hier tun? Dann kannst du dasselbe machen wie er gerade. Da hast du zwei Fragerunden in der zweiten, kannst du versuchen zu lösen. Dann nehme ich da drauf. Dann nimmst du da drauf mal einen Elfenstein. Ich nehme da drauf mal einen. Also. Und zwar frage ich zu diesem Objekt hier. Ja! Ist es eine... Also wenn es das ist, Problem ist, das ist ja keine Pflanze und kein Tier. Ja, ich glaube, das ist allgemein genug. Kann man das essen? Bestimmt zu fragen. Eventuell, ne? Ja. Du kannst auch antworten, glaube ich, das... Mit eventuell und nicht eindeutig zu beantworten. Eventuell. Vermehrt es sich über Sporen? Oder ist das nicht allgemein genug? Damit zielst du ja genau auf ein einziges Objekt. Hier steht nur allgemeine Frage. Okay, wächst es im Wald? Ja.
Ich brauche jetzt Nein, um in die zweite Phase zu kommen. Hat es Kiemen? So kannst du jetzt ja fragen. Ist es ein Lebewesen? Wir können auch einfach machen, wenn du genug Fragen gestellt hast, kannst du einfach direkt zur zweiten übergehen und mit dem Rätsel versuchen. Kann man das trinken? Kann man das trinken? Es kommt ganz drauf an. Nein, Quatsch. Okay, nein, kann man nicht. In der zweiten Fragephase. Jetzt kann ich auch einfach was. Ich will das Rätsel lösen. Oh, hat er vorher. Hol mein Stift. Hast du meinen Stift genommen? Das kann nicht wahr sein. Was hast du getan? Nein. Okay. Ich glaube, ich sollte so langsam auch mein Rätsel lösen. Was ich getan habe? Ja. Weiß ich nicht. Ich könnte jetzt, glaube ich, schon irgendwie so 4 Rätsel auf einmal lösen. Das Problem ist, ich weiß, was das ist. Okay, gut. Aber ich will nicht, dass es gelöst wird. Du musst die Augen zulassen. Ohne Brille sehe ich nichts. Ja, glaub und? Mir. Ist das richtig? Ist das dein Herz? Ja. Ja, es ist richtig. Yes, jetzt kann ich einen Speer reinschieben. Warte, mach das genauso. Genau so. So, im Robin Hood. Jetzt verbieg es nicht. Gut so. Okay. So, jetzt muss ich auch einen zurück, ne? Ja, du musst 2 zurück. Ach so. Weil es der zweite Speer war. Ja.